Karl, ich würde da nicht weggehen. Urgot könnte eventuell sterben. Meine wahre Schönheit kommt von innen. Na, ja, es könnte aber auch sein, dass Velkos jetzt einen ganz dummen Fehler macht. Kai geht auch schon hinten rum. Ja, da hat er einen ganz dummen Fehler gemacht. Und wenn jetzt die Dings auch noch reingeht, die Fiora, dann war's das. Hier doch den Velkos! Oh Mann! Na endlich, war das so schwer! Und jetzt kriegen sie den S-Wheel auch noch, wenn sie ein bisschen sicherer hier reingehen. Ich das mal hier. Oh, beide tot. Du warst doch tot, Alter. Es gibt nichts zu fürchten. Oh, entgegen! Nein, warum rennst du da rein? Oh mein Gott. Ich komme. Sehr schön. Schau. Verdammt nicht. Ich steck mich auch nicht unbedingt mit dem an. Also ich vermeide das zumindest. Ich wäre jetzt auch davon gerannt in der letzten Zeit. Das wäre dann doch zu heikel. Ah, nein. Oh oh. Die wollen doch nicht etwa... Alles klar. Yes, yes. Sie im 100 Episode. Oh Leute, die Minecraft sind sehr schön. So. Der Fokus on Minecraft, ja, yeah, der Fokus on Minecraft ist real. Der Fokus ist real. Komm her. Woo! Nein, Spinne. Hui! So, jetzt geht's auch richtig ab hier mit dem... Muss man noch ein bisschen Attack-Speed zulegen am besten, Das wäre mal eine Option, der Liese mit hartem Attack-Speed zu spielen. Testen wir doch gleich mal. Wo haben wir's? Da haben wir's. Gibt's Tanky Attack Speed? Nicht wirklich, gell? Ich spiele mal mit Naschos Zahn. Können wir spielen diese jetzt mal mit Naschos Zahn? Warum denn nicht? Ach, und jetzt haben wir aus 1,3 Attack Speed. Oh mein Gott, das ist wie wenig hatten wir vorher. Oh, meine KD ist aber nicht unbedingt das Beste. Aber ich könnte härter feeden, dafür, dass ich alleine auf der Lane war. Und der Urgott, der macht das auch. Der demonstriert, wie man richtig feedet. Deswegen bin ich gerade nach dem Tag, den ich hatte, ihr müsst euch vorstellen, ich habe jetzt ungefähr... Habe halt auch Smurf gespielt. Und ihr müsst euch vorstellen, ich habe jetzt wirklich ungefähr 10 bis 15 Games hintereinander verloren. Komplett durch die Reihe weg. Weil dann nur Diamant... Ich habe sogar einmal habe ich sogar gegen Diamant gespielt.
Und ganz ehrlich, da bin ich einfach nicht gut genug für. Und dann ist es auch nicht verwunderlich, warum ich da fiege. Und dann verliere. Und naja. Nach dem 5., 6. Game war mein Mindsetting so kaputt, dass ich mit der Einstellung verliere eh reingegangen bin. Ja, deswegen habe ich so ein scheiß Target gehabt. Da hatte ich jetzt gerade Fahrschule und da hat sich das dann alles ein bisschen geklärt. Weil das sehr entspannt heute war und das hat mich ein bisschen runtergebracht jetzt. Und deswegen dachte ich mir, okay, dann nimmst du halt doch. Sonst hätte ich nämlich die Folge halt ausgedacht, wenn ich nicht. Weil ich war mega schlecht vorhin drauf. Das kann ich ja immer sagen und deswegen bin ich gerade sehr froh über diesen Sieg 4 gegen 5. Das gefällt mir sehr. Das ist gerade echt was Besonderes für mich. Weil ich war halt ungefähr so drauf, dass der Gegner sogar 4 gegen 5 hätte gewinnen können. Aber diese macht das Bock. Muss man sagen. Muss man mal neidlos anerkennen. Diese macht schon Bock zu zocken. Ist zwar nicht so OP wie alle anderen Jungler, also momentan zumindest. Oh, Blue Buff. Oh mein Gott, das ist ein Blue Buff! Ist vielleicht nicht so OP wie der Rest aller Jungler momentan. Aber ist auf jeden Fall OP genug. Um Spaß zu machen. Na komm. So muss er nette machen. Alles down. Dann gehe ich jetzt zum Drake nochmal. Ich ping mal, vielleicht kommt einer mit, damit es schneller geht. Aber ich glaube nicht. Talon Level 14, ich bin Level 17 als Supporter, müsst ihr euch mal vorstellen. Die haben echt richtig abgelost gegen uns. So. Oh, denkst wieder mal. Ich sollte mal, ich kann noch Leben verlieren gegen dir. Lol, ist der gerade Level aufgestiegen? Oh. Ist der gerade Level aufgestiegen, während wir bei ihm waren? Oh, nicht schlecht. Was war das Ding von mir? Na, Ogre wollte helfen, hat aber dann nicht ganz geschafft. Und jetzt gucke ich mal, ob ich mich nicht da holen. Nein! Oh mein Gott! Nein, ich hab Sonja nicht benutzt. Ja, okay, escape. Aber schafft er nicht, ne? Da wurde ich gleich. Aber da kommt. Und da ist der erste tot. Und entkommt. Super. Und wenn jetzt noch Quinn hinterherkommt. Ah, Quinn kümmert sich um die Top-Lane, okay. Hab ich gar nicht gesehen, aber das ist natürlich jetzt unvorteilhaft. Ich kaufe mir mal jetzt Goldeinnahms-Items. Ohne Angriffstempo natürlich. Gab's doch noch ein anderes. Genau, Klinge der Habgier. 3 Gold. Dann hau ich mich das da jetzt weg und kaufe mir die Klinge der Habgier. Weil die gibt noch kritische Trefferchance. Und dann gehe ich so ein bisschen AD noch mit. Der ließ es so Hybrid-Tank gerade. Habe eine ganz gute Resistenz. Nein! Nicht Frown! Bitte nicht Frown jetzt! Das wäre jetzt so assi nach so einem geilen Matchup. Bitte nicht throwen. Kommt schon, Leute. Reicht, bin ich hier froh, wie so ein kleines. Nein. Oh Gott, das war eine richtig behinderte Idee. Oder? Okay, gut. Guck jetzt, was ich gesagt habe. Schon mal rüber. Oder will der Katzix haben? Und hier. So. Ich kenne den wahren Weg. So, Problem. Da ich momentan eh nicht reise, wäre es Schwachsinn, wenn ich jetzt den Zug aufnehme und dann verkacke. Boah, geil, ich habe noch bekommen. Aber ich habe einen guten Farm, muss ich gestehen. Also, dafür ist die Supporter war. Sieht das bei meinem Farm ziemlich gut aus. Und ich würde sich auch überhaupt nicht auf dich konzentriert, natürlich.
Also nicht mehr zumindest. Einer? Warum muss ich das? Woo! Da kommt Velkos. Ich hab's gleich wieder vermasselt, ey. Das kann nicht sein. Aha. Soll ich Elise mal mit Static spielen? Ein Gegner wurde getötet. Ach komm, ey, komm. Probieren wir es mal eher mal. Wo ich. Na los, komm, wir spielen Elise jetzt mit Static. Schauen wir ganz kurz auf unsere Dings. Wir haben 0 Lebensraub. Vielleicht hole ich mir dann doch noch Lebensraub, wenn ich das so spiele. 1,25 Angriffstempo, 20% kritischen Treffer, 35 Abklingzeit. Ha. Ich muss, glaube ich, später was verkaufen. Ich habe zu viel Wirrwarr bei mir drin. Ich werde wahrscheinlich die Abklingzeit rausnehmen, die Schuhe. Werde mir Attack Speed holen und werde jetzt noch auf dem AD-Item gehen und werde Elise jetzt AD spielen. Aber so viel aber war das gar nicht. Betäubt den ersten getroffenen Gegner 2 Sekunden lang und steckt. Quatsch, das verfolgt mich nicht. Ich will gucken, ob die Spinnen AD-Schaden machen. Höchstwahrscheinlich. Ich komme. Ja, was ist denn, ne? Gegen 3 kommst du nicht an. Na, beinahe. Ich würde an den hier, wenn er den anderen hat. Oh, was sehen wir noch gleich? Ich nehme auch alles mit, weil wir brauchen gerade ein bisschen Geld, deswegen nehme ich einfach mal alles mit, was ich finde. Und das zum Beispiel auch. Hier ist nichts mehr, okay. Dann ist der wahrscheinlich ja, auch weg. Aber das ist er. Zwei sind unten, einer ist tot, das heißt es können maximal 2. Esri sehe ich nicht und ich sehe die Firerunner nicht. Wie Firerunner, was ist das für ein... Oh mein Gott, this farm! I remember this farm! Oh, woo. Oh geil. 1,4 schon wieder. Ich hätte eigentlich jetzt gerne 2,1, bevor ich weggehe. Weil dann hole ich mir... Ne, 2,2 brauche ich sogar. Dann hole ich mir jetzt den Static dann zu Ende. Und dann hole ich mir auf jeden Fall ein großes Schwert. Übergroßes Schwert, wie das Ding heißt. Und das Drake wieder. Ja, das heißt, ich mache den Drake und dann habe ich das Geld. Oh, na, haltet mir nur mal leid, den Rest gehe ich alleine.
Wait. I need go to back. So, erstes Item. Und jetzt gehen wir noch auf Angriffsschaden. Und zwar hole ich mir... wo ist es? Nicht den. Doch, den. Ich hol mir den da. Komm, ich hol mir den. Einen Inhibitor zerstört. Verkaufe ich noch die Schuhe und hole mir nämlich andere Schuhe. Ich hole mir die Schuhe. Ja. Holen wir mal dabei sind, gerade das Geld auszugeben komplett, dann hole ich mir noch gleich den Dwarf-Wort. So, da ist mein Energy auch alle. Die machen jetzt 225 AP und 190 AD. Abgesehen ist auf 20%, das ist immer noch okay. Wir machen jetzt immer noch keinen Lebensraub. 20% kritischen Treffer ist so ein Nebenbei-Effekt, den ich jetzt habe. Und wir haben extrem harten Attack-Speed einfach mal. Ich würde das am liebsten an dem K-Trickster ausprobieren. Ich war voll für die Katze. Mal testen. Oh, nee, das wird nichts. Das wird nichts. Okay, dann hole ich halt den Farm her. Doppeltötung. Wir haben noch kein Leben, das ist gerade ein kleines Problem, weil mein Heilen müsste gerade nicht wieder aus. Die hat ja auch keinen eigenen Lebensraub irgendwie. Ich kann natürlich den Tower jetzt. Ich glaube, es war erwähnt, oder? Schade, aber den Tower habe ich bekommen. What? Ich glaube, ich habe irgendeinen Teamfight jetzt gerade verpasst, aber ist doch ein guter Fight gewesen. Wir haben zwei Leute verloren, okay. Aber wir haben einen Tower zerstört. Toplane wird jetzt gerade von Urgott geklärt. Das hätte man vielleicht sogar gar nicht mitbekommen, wenn wir weiter gefight hätten. Es war zwar unabsichtlich alles, aber im Endeffekt war es ein guter Fight. Ach Urgott, ein bisschen mehr Range würde der richtig oft geklärt. Mann, bin ich froh, dass das so eine geringe Range hat, ey, ohne Scheiß. Ich würde so kotzen, wenn ich gegen Urgott ständig spielen müsste. Das ist so ein richtig unterschätzter Champ, ja. Ich kenne den wahren Weg. Wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass ich immer noch Tank bin. Oh, ich habe 2 Zehen. Ohohoho. Aber wenn man Spaß hat ohne Mist, wenn es Spaß macht und mit Elise macht es gerade Spaß, weil ich finde ohne Mist, Elise sieht so geil aus. Wenn ich so ein Haustier hätte, so eine 3 Meter Spinne, natürlich nur wenn ich wüsste, dass die wirklich auf mich hört, ich würde so feiern. Ohne Mist, ich würde richtig feiern, wenn ich ein 3 Meter Spinnenhaustier hätte. Das wäre für mich das edelste ever. Der gegnerische Inhibitor wird wieder aufgebaut. Oh. Baron-Kampf. Ich komme. Quinn. Oh Gott, das ist der Moment, wo die helfen würden, wenn die nicht killst. Jawoll. Sehr schön. Ein Gegner wurde getötet. Und ich bin tot. Mit meinem überkrassen Attack-Speed jetzt hier von 1,5. Ich bin noch mit der AP.
Super. I'm popping all my active and your health is low. Das war absolut kein guter Trade. So. Gehen wir mal in der Form nach Hause. Ich weiß, was in den Schatten lauert. Ich ziehe an den Fäden und lasse sie... Oh, jetzt geht das mit den Roten los. Oh mein Gott. Der Gegner hat einen Turm zerstört. Inhibitor wurde zerstört. Ich weiß nicht, ob es für mich gemeint hat, aber ich gehe mal davon aus. So, super. Und ihr seht schon, wir haben fast das gesamte Team bei uns eingeholt. Wir haben fast jeden außer Ungold und den hier unten eingeholt. Den da unten, den hole ich jetzt ein. Was Farming natürlich angeht, ich glaube, das habe ich nicht erwähnt. Warte mal. Oh. Kurz überlegen. Und den Trade aber wieder gewonnen, alter Schwede. Richtig geil gemacht. Und jetzt verkaufe ich wirklich noch das letzte. Euer Team hat einen Turm zerstört. Abklingzerverringerung. Fähigkeitsstärke verkaufe ich jetzt einfach mal. Klack. Und hole mir dafür noch... Oh. Nein, ich habe jetzt einen verkauft. Das sieht doch wieder total scheiße aus. Gewonnen. Na gut, meine lieben Freunde, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Die Folge kommt jetzt... Ich weiß nicht, ob es in einem Stück oder zwei Stück hochkommt. Ich weiß nicht, wie lange das jetzt war. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und ich versuche es gleich mal ein bisschen mehr aufzunehmen. Bis dahin. Adios. Tschüss.